Heute möchte ich wieder ein kleines bisschen was erzählen. So ein bisschen die Richtung, wie Nähen und Do-it-yourself Dinge in meinem Leben verändert haben. Ich will jetzt noch nicht sagen, mein Leben verändert. Da können wir ein eigenes Video zu machen. Aber es haben sich schon Dinge in meinem Leben verändert. Ich habe richtig angefangen zu nähen während der Schwangerschaft, weil mir nichts von den Klamotten von der Stange gepasst hat. Das waren so Erlebnisse, Zoobesuch, die schicke Hose von, ich weiß nicht, welchem Fast-Fashion-Anbieter ich da getragen habe. 3 Schritte gegangen, Hose in den Kniekehlen, unauffällig hochgezuppelt und die nächsten 3 Schritte. Und das zog sich so durch den ganzen Tag und es hat mich tierisch genervt. Und ich hatte vorher schon meine Nähmaschine und habe immer so Papptaschen genäht und habe Utensilos und dieses ganze Gedöns, was man halt für zu Hause macht und so diese ganzen ersten Nähprojekte, die man hinterher nie wieder benutzt. Und dann habe ich entschieden, okay, jetzt fange ich an und nähe mir Klamotten. Ich bin kläglich gescheitert an der Jersey-Nadel, die mir die Dame im Stoffladen empfohlen hat. Meine Maschine hat dann nur Knoten und Mist gemacht. Trotzdem bin ich aber beim Nähen geblieben und habe nach und nach dann auch den Weg gefunden zu Sachen, die sinnvoll sind. Sie sind nicht immer genäht. Es ist auch so ein bisschen, manchmal sind es DIYs mit Stoff und manchmal sind es auch vielleicht ganz andere Sachen. Aber ich möchte auf jeden Fall heute ein paar dieser Dinge vorstellen und ein bisschen darüber erzählen, was ich eben nicht mehr kaufe, weil ich nähe. Und das ist, glaube ich, das ist vielleicht fast schon langweilig, weil das in letzter Zeit echt viele gemacht haben. Ich kaufe keine Frischhaltefolie mehr. Das liegt daran, dass ich unheimlich viel aus dieser ersten Zeit, als ich Utensilos und so diese ganzen Dinge, die man nie wieder benutzt, genäht habe, unheimlich viel Baumwollwebstoffe übrig habe. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich gerade ganz viele Behelfsmasken genäht und damit war es das mit den Resten. Aber vorher wurden ganz, ganz viele von diesen Webstoffen bei mir zu Schüsselabdeckhauben, Bienenwachstüchern und so Brotbeuteln, alles eben mit Bienenwachs, ja, sagt man da imprägniert, behandelt. Also es ist auf jeden Fall diese Wachspellets, die werden in den Stoff eingeschmolzen und damit wird er wasserabweisend und auch wasserundurchlässiger und dann kann man eben super Sachen frisch halten. Ich weiß, dass dieses Bienenwachs in letzter Zeit so ein bisschen in die Kritik geraten ist. Es gibt unheimlich viele Rezepte, bei denen ich mich auch frage, ist das wirklich nötig? Und ich weiß auch, dass viele Hersteller von diesen Tüchern, die man kaufen kann, eben Zusätze dazugeben. Die Stiftung Warentest hat das sehr detailliert zerlegt und davor gewarnt, dass man diese Tücher benutzen soll. Aber wenn man darauf verzichtet, Jojobaöl, Lavendelöl, Orangenöl und was man so alles mit dabei mengen kann, mit reinzutun, dann würde ich sagen, kann man, glaube ich, guten Gewissens diese Tücher benutzen. Mich juckt es jedenfalls nicht. Ich benutze einen Bienenwachs, was für Medizinprodukte, also für Ummantelungen von Tabletten und sowas sonst benutzt wird. Und ich denke, wenn man das schlucken darf, dann werden auch die Rückstände, die vielleicht an Lebensmitteln haften, nicht so schlimm sein. Es geht ja immer darum, dass man das nicht sauber machen kann und dass das nicht hygienisch ist. Aber wenn man die herstellt und bei fast 100 Grad in den Backofen packt oder mit einem über 100 Grad heißen Bügeleisen bügelt, ich glaube, viele, viele der ganzen bösen Bakterien gehen dabei eben auch drauf. Ich bin jedenfalls gesund und das spricht für mich dafür, dass ich weiterhin keine Frischhaltefolie kaufe, sondern Tücher aus Bienenwachs benutze. Da gibt es übrigens auch eine Anleitung auf meinem Blog, falls ihr das nachmachen wollt und noch nicht von 1000 anderen Seiten zu solchen Anleitungen gekommen seid. Ich mache jetzt aber erstmal weiter mit meiner Liste und erzähle euch, was ich sonst so alles nicht mehr kaufe. Eine Sache, die ich aufgehört habe zu kaufen vor, ja, 2 Jahren oder so, sind Socken. Das klingt immer erstmal komisch. Socken sind ja was, meistens ist das gestrickt und das ist so ein Schlauch und da sind keine Nähte dran. Und dann ist natürlich die Frage, ja, wie macht man das? Nein, ich stricke sie nicht. Ich nähe Socken und zwar aus Stoffresten. Oh, passt ja. Das liegt daran, dass das der Streifen ist, der bei der Stoffbreite bei mir in meiner Größe bei Shirts immer übrig bleibt. Da kriegt man wunderbar ein paar Socken und ein T-Shirt aus 1 Meter Stoff. Und das ist für mich einer der Wege, wie ich Stoffreste verarbeite. Hier habe ich jetzt das Schnittmuster, das ist ein kostenloses Schnittmuster von Anke von Cherry Picking. Ich wette, ihr kennt sie alle. Das ist hier ganz cool gelöst. Sie legt nämlich Falten in der Naht, damit man da Platz für die Ferse hat. Ich nutze sonst auch manchmal ein anderes Schnittmuster. Vielleicht kennt ihr auch das von Hilly Hiltrud. Da kann man noch kleinere Reste mit verarbeiten, hat allerdings mehr Nähte und in letzter Zeit bin ich ein bisschen faul und nehme ganz gern diese Variante, wo man nicht so viele Nähte machen muss. Und ganz, ganz schön, es ist ja Jersey, ich kann ja die Falten legen, ohne sie einzubügeln. Deswegen
bin ich mit dem Schnitt unheimlich happy und kaufe keine Socken mehr und habe dadurch gleichzeitig auch noch weniger Stoffreste rumliegen. Es gibt ganz, ganz viele Sachen, glaube ich, die man ersetzt und wo das, ich kaufe das nicht mehr, einfach ein ich mache das selber ist. Es gibt aber auch Sachen, die kaufe ich nicht mehr, weil ich durch das Selbermachen meine Erfahrungen gemacht habe. Und dazu gehören billige Stoffe. Wobei billig in dem Fall mehr auf die Qualität als auf den Preis bezogen ist. Es gibt genauso wie es bei Mode diese Ramschketten gibt, gibt es einfach auch Ramschstoffhersteller. Und leider findet man viele davon auf den Stoffmärkten, die ja unheimlich beliebt sind, um mit Sonnensackstoff nach Hause zu gehen und dafür nur 50 Euro bezahlt zu haben. Und das Problem ist, dass bei diesem verdammt viel, das ist halt wie am Wühltisch, man kriegt unheimlich viele Stoffe, die eine schlechte Qualität haben, die nach zwei Wäschen nicht mehr schön aussehen, die beim Verarbeiten blöd sind, die irgendwelche Fehler haben, die man nicht gesehen hat, die Flecken haben. Und bei mir hat dieses Selbermachen ganz, ganz viel damit zu tun, dass es eine Wertschätzung für Arbeit ist, die in Kleidung und andere Dinge fließt. Also ich möchte nicht Dinge machen, um sie ganz schnell wegzuschmeißen. Das wäre ziemlich dumm, wenn ich 3 Stunden an einem Teil genäht habe. Das wäre ausgesprochen ärgerlich und deswegen muss ich natürlich nicht nur darauf achten, dass ich gute Nähte nähe und dass ich ein Garn verwende, was irgendwie stabil ist. Es ist einfach auch unheimlich wichtig, dass der Stoff lang genug hält, dass ich was von meinen Sachen habe. Ein anderer Punkt mit diesen billigen Stoffen ist, die können einem halt auch echt Sachen versauen, die aus guten Stoffen sind. Wenn ich einen Stoff habe, bei dem die Farbe bescheiden fixiert ist und der blutet noch nach 5 Wäschen aus, dann habe ich vielleicht das Zierband, was ich da angenäht habe, durch den Stoff verfärbt. Oder ich habe die ganze Waschmaschine voll mit irgendwelchen Sachen, die plötzlich rosa oder grau oder blau sind. Und auch das ist unheimlich ärgerlich und deswegen kaufe ich Stoffe inzwischen gerne von Herstellern, bei denen ich weiß, dass die Qualität gut ist, dass die Stoffe lange halten. Ich glaube, das Projekt, was so jeder, der etwas ersetzen möchte, was man normalerweise kauft, indem er etwas näht, schon gemacht hat, das sind die Kosmetikpads. Das ist, glaube ich, so echt das Projekt für das Verwerten von Stoffresten und das Projekt zum Upcyclen von irgendwelchen Sachen. Tatsächlich ist es bei mir auch so das erste Projekt gewesen, was ich gemacht habe, um es nicht mehr zu kaufen. Ich habe so Mikrofasertücher gehabt und diese Tücher haben in ihrer eckigen Form irgendwie für mich nicht den Zweck erfüllt. Und dann habe ich daraufhin also angefangen und habe solche Stoffpads daraus genäht. Ich weiß, das ist was, was tatsächlich nicht nur im Nähbereich ist. Ich habe nämlich neben den Pads, die ich selber nähe, auch noch welche, die Caro mir gehäkelt hat. Da gibt es bei ihr auf dem Kanal übrigens eine Anleitung dafür. Und diese Pads benutze ich seit inzwischen, glaube ich, 2 Jahren. Mein allererster Satz, ich habe ihn extra rausgesucht. Okay, da gehen jetzt so langsam so ein bisschen Fädchen aus den Nähten, aber auch die sind immer noch da. Und ich sammle die dann in so einem Waschsäckchen, packe die, wenn das voll ist, einfach mit in die Waschmaschine. Und es braucht halt echt nicht viel Platz in der Waschmaschine. Es ist schnell gemacht, es reduziert Stoffreste und es reduziert extrem Müll. Und dieser Verzicht auf herkömmliche Wattepads hat bei mir unheimlich viel dazu beigetragen, dass mein Badezimmermülleimer viel, viel langsamer voll geworden ist. Deswegen ist das etwas, was ich definitiv auch nicht wieder kaufen werde. Seid ihr da irgendwie kritisch? Es sind ja auch häufig Leute, die sagen, ja, dann wäscht man ja viel mehr und das ist ja schlecht für die Umwelt oder so. Schreibt mir mal eure Meinung dazu. Es ist, glaube ich, echt so ein Projekt, was schon so viele gemacht haben. Da bin ich gespannt auf eure Erfahrungen. Das waren jetzt 4 Produkte, die ich nicht mehr kaufe oder 4 Dinge, die ich nicht mehr kaufe. Eins habe ich noch für heute und zwar Plastiktüten. Inzwischen ist das ja nicht mehr so, dass man für alles irgendwo eine Plastiktüte dazu bekommt. Ich schenke sie dir im Drogeriemarkt, nimm dir an der Kasse doch diese kleinen Tüten für jedes Produkt eine, weil nichts reinpasst. Dinger sind Gott sei Dank lange verschwunden. Es ist bei mir aber tatsächlich so, dass ich also auch vorher versucht habe, auf Plastikbeutel zu verzichten. Wir kennen alle diese ganzen Geschichten um Mikroplastik und generell, es ist einfach, ich finde es blöd, so Sachen einfach wegzuschmeißen. Plastiktüten sind halt einfach überflüssig für mich. Und ja, wir hatten es am Anfang jetzt schon und zwischendurch und eigentlich bei jedem Punkt auf dieser Liste. Ich habe ja so viele Stoffe, die ich irgendwann mal billig gekauft habe. Und ich habe auch unheimlich viele Sachen, die irgendwie so anfallen im Haushalt. Alte Bettwäsche, olle Gardinen, also Sachen, die eigentlich, ja, man will die nicht mehr haben, das ist nicht mehr schön. Und dann nähe ich zum Beispiel Einkaufstaschen da draus. Das ist einfach auch ein super Anfangsnähprojekt. Ich glaube, meine ersten 3 Taschen, das waren alles so der typische Leinenbeutel. Und dann habe ich einen Leinenbeutel abgecycelt zu einem Leinenbeutel, weil der ein cooles Muster hatte. Jedenfalls kann man aus all diesen alten Haushaltstextilien und auch, wenn man noch irgendwie das Nachthemd von der Oma hat oder sowas, super Einkaufsbeutel nähen.
Und Gardinen, Häkelspitze, all diese Sachen, die sind halt toll für diese Obstnetze. Einfach oben Tunnelzug dran, man sieht, was da drin ist und man braucht keine Plastiktüten mehr kaufen. Ja, das waren meine 5 Dinge, die ich nicht mehr kaufe. Und ich bin echt gespannt, was ihr so alles nicht mehr kauft. Und freue mich, wenn ihr mir das so in die Kommentare schreibt. Ja, und ansonsten, ihr kennt das Ganze schon, oder? Ich glaube, das ist das, was ich am besten kann. Ich denke daran zu sagen, abonnieren, Glöckchen drücken, nächstes Mal wieder einschalten und ja, bis zum nächsten Mal.